Okay, zuerst mal herzliche Grüße an Sie, Herr Professor Rosenfeld und Herr Landrat. Und Herr Kastner, ich möchte Ihnen persönlich auch sehr danken. Sie sind ein wirklich begeisterter Innovationsforscher, auch wenn Sie mittendrin in einem uralten Hopfengelände wohnen und arbeiten und für unser bayerisches Bier sorgen. Ich möchte sagen, noch ein Wort zu meiner Person. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Münchner und habe hier studiert und habe hier auch meine Medienkarriere begonnen, war auch kurz Assistent von FJS, habe dann das Internet hier gestartet ab 93 mit Herrn Burda als Hauptgesellschafter, habe jedem bayerischen Minister, fast jedem damals auch eine Einleitung gegeben. Und das war eine sehr spannende Zeit. Und ich muss sagen, die ersten Jahre ist man da auch verkannt worden, so wie jetzt auch beim Regenmachen. Trotzdem ist die Innovation, die wir seit 15 Jahren von hier aus betreiben, inzwischen in sehr vielen Stellen anerkannt. Vielleicht weil ich jetzt mal hier in Bayern was sage. Mein Großvater hatte nicht eine ähnliche Gelegenheit, aber er war Chefchemiker von Bakker und wie im Ersten Weltkrieg die Briten Deutschland belagert haben, hieß es, man muss eines seiner 300 Patente im Kunststoffbereich umsetzen, um die Nichteinführung von Kautschuk zu erkennen. Und so wurde der Grundstein zu Burghausen gelegt. Das entstand quasi auf einem Patent unserer Familie. So, zurück jetzt zu uns. Wir haben das vor 15 Jahren entwickelt, auch mit Leuten von der LMU patentiert. Die ersten Aufträge kamen aber leider nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweizer Regierung, die sehen wollten, wie man eben Regen macht, im südlichen Bereich dann eben Schnee, wie man Nebel beseitigt und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich zeige aus unserem vierjährigen letzten oder laufenden großen Bereich jetzt einen ganz kurzen dreiminütigen Film, Greening a Country, was unsere Technologie in Jordanien bewirkt hat. Wir arbeiten nur im Auftrag von Regierungen. Und dann gehen wir auf die Technologie und die Möglichkeiten, vor allem auch auf die angelaufenen Diskussionen um Projekte in Deutschland und in Bayern. So, also, Greening a Country, the Joint Success Project. Jetzt aber. Es war 2016, wie wir nach Jordan kamen. Das ist das zweittrockenste Land der Erde. Hier ist unser Team im Headquarter in Amman, von wo wir die Anlagen starten. Wir operieren auf 5000 Quadratkilometern zwischen Totem Meer und Syrien. Unsere Anlagen sind komplett umweltfreundlich, zero CO2. Hier sind verschiedene Anlagen zu sehen. Das ist jetzt eine Zeitlupe. Wenn wir die Elektronen, sprich Elektronen, Ionen aussenden, bilden sie eine leichte Veränderung der Elektrizität zwischen Boden und den Wolken und erregen dann das Zusammenwachsen von Dampftröpfchen zu Regentröpfen. Wir können das alles relativ genau berechnen und das ist dann Regen. Das ist praktisch die gleiche Jahreszeit, nicht irgendwie Winter und Sommer. Und wir haben 35% mehr Regen und 30% mehr in der Landwirtschaft. Das ist wirklich Greening the Country. Jeden Tag wird es vom Meteorologischen Amt für die Regierung und den Königshof berichtet. Das waren die Jahre, wo wir da waren. Und insgesamt ist es, wie gesagt, 35% mehr. Das heißt, wir haben eine Technologie, die die Auswirkungen des Klimawandels zurückführt. Sowas gab es in Jordanien noch nie. 50 Jahre vorher war es viel weniger. Wir füllen die Dämme. Hier ist es der größte. Schauen Sie auf der rechten Seite, da verschwinden die trockenen Teile oder hier auch. Die obersten 6 Meter eines Dammes haben mehr Wasser als alles drunter, weil ein Damm ist ja wie ein V. Hier haben wir einen Blick mit einer Drohne über das Jordantal und die Hügel. Da drüben ist Jerusalem, Bethlehem. Und das wird auf dieser Seite die Landwirtschaft sehr anregen, 30% mehr. Sehr wichtig, ganz seltene Pflanzen, die eigentlich schon auf der roten Liste waren, kommen wieder. Viel weniger Import, 70% weniger an Tieren und Fleisch zu importieren. Und sie schaffen es, mehr Jobs, höheres GDP. Das ist jetzt praktisch mal ein Blick auf Jordanien, wo man wirklich ein Ökosystem,
verbessern kann, auch in den großen Metropolen, also in der großen Metropole Amman, und damit diese Technologie, die wir hier entwickelt haben, dann verbessert. Wir befinden uns gerade in einer Krise, die sehen Sie links im Bild, und alle sagen, Mensch, wäre das toll, wenn das vorbei ist. Aber die größere Katastrophe ist sicherlich der Klimawandel. Und der steht so seine Bedrohungen so bevor wie eigentlich noch nie. Und zwar geht es um ein primäres System, das ist der Wasserzyklus und damit das Anwachsen und das Unterstützen des Ökosystems. Und wir spielen da eine kleine, aber effiziente Lösung. Wir haben nichts zu tun mit Geoengineering, wenn man uns vergleicht mit dem Cloud Seeding, das heißt das Einsprühen von Chemikalien in Wolken, wie es zum Beispiel in Rosenheim passiert, um Hagel zu vernichten, dann ist es eine ähnliche Technologie mit Chemikalien, die aber von der Effizienz her winzig ist, verglichen mit unseren Einflussbereichen von ca. 5000 Quadratkilometern pro Projekt oder wenn es mehrere sind, dann entsprechend größer. Das haben Sie gesehen und eine wichtige Sache ist noch, wir verlängern die Regenzeit um 2 Monate in diesen Regionen, was für die Agrarwirtschaft sehr wichtig ist, und wir helfen eine Senkung des Grundwassers. Hier sehen Sie bloß in Kürze, wie hier praktisch der Trend wäre, alles und wir den Trend umkehren. Alles unter 500 Millimetern gilt bei der UNO als Trockengebiet und als bedrohtes Gebiet. Und Jordanien ist auf dem Trend, zu einem komplett ausgetrockneten Land zu werden. Wir haben einen Preis bekommen, den möchte ich erwähnen, weil er für uns eine Anerkenntnis ist, hier international von Deutschland aus helfen zu können, wenn es denn Organisationen gibt und Länder, die das anwenden. Wenn die Anlagen so platziert wären, vor allem in den Regionen entlang den Küsten, wo sehr viele Menschen leben und wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, die wir dann zu Regen formen, umbilden, entwickeln können, könnten wir quasi 1 Milliarde Menschen helfen. Wir haben sehr viel technische Unterstützung aus der Wissenschaft, aber es sind immer noch, ich sage mal, zu wenige, Herr Kastner weiß das sehr genau, es sind Spezialisten, die eben auch in die Zukunft hineinschauen, auch an der LMU und TU, ISP, IISS in Deutschland, aber sonst vor allem im Ausland. Unsere Anlagen sind außerdem TÜV-zertifiziert, also alles in richtigen Wege. Diese Bilder kennen Sie. Das ist Deutschland im letzten Jahr. Alles, was rot ist, ist bedroht. Man muss unterscheiden von in 3 Bildern quasi. Bei 1,80 Meter, dann ist es der Mutterboden bei 25 Zentimeter und dann die Wasseroberfläche. Hier sieht man mal eine Niederschlagskarte Deutschlands im 30-Jahres-Vergleich. Alles, was blau ist, ist über dem Schnitt, violett sehr stark. Das ist die Alpenregion und der Schwarzwald. Und alles, was gelb und bräunlich ist, ist ein Katastrophengebiet. Das ist die Magdeburger Börde und alles im nordöstlichen Bereich Deutschlands. Die anderen Bilder kennen Sie und die werden sich in der nächsten Zeit auch häufen. 1/3 des deutschen Waldes ist quasi kaputt. Sehr wichtig, weil das jeden interessiert, wenn jetzt der Sommer wiederkommt, ist die Ausbreitung des Borkenkäfers. Das kann nur bekämpft werden mit zusätzlichem Wasser, damit die Menge an des Harzes, also sozusagen zwischen Baum und Borke, wo er sich bewegt, ja, dass das wieder mit Harz gefüllt wird. Andere Möglichkeiten, chemische Möglichkeiten gibt es nicht. Es gibt auch keine andere Möglichkeit, die großen Flächen des deutschen Waldes zu bewässern, außer mit zusätzlichen Regenfällen. Niemand kann mit Tankwegen oder mit Bewässerungssystemen einen Wald erhalten. Das können sich nicht mal die Saudis und die in UAE leisten, die immer dran planen, zusätzliche Wälder aufzubauen. Die Technologie ist, wie gesagt, eine Nachahmung der Natur. Wir haben in unseren 2 Jahren Forschungen am Anfang genau hingesehen, was passiert in der Stunde, in der halben Stunde, bevor eine Wolke zur Regenwolke wird, was verändert sich, haben 27 Parameter untersucht, sehr stark sind die Veränderungen in der Elektrizität, deswegen gibt es auch Gewitter, sehr stark sind auch diese Methoden, wie sich eine Wolke ist ja nicht geschichtet, sondern ist ein sehr starker, turbulenter Körper, wie sich dann die
leichten elektrischen Ladungen, was wir an Elektrizität brauchen, ist so viel, wie Sie zu Hause an einem Küchenherd haben. Dann diese, wie in der Physik und in der Natur immer wieder zu bewundern, schon kleinste Effekte, kleinste Einwirkungen einen guten Effekt haben. Und dann sammeln sich diese Dampftröpfchen, diese winzigen Nanopartikel auch und bilden dann eine Tropfengröße von 1 Millimeter. Der wird dann schwer genug, dass ihn die Gravitation runterzieht und das nennen wir Regen. Unsere Einflussbereiche sind, wie gesagt, mehrere tausend Quadratkilometer. Wir sind komplett umweltfreundlich. Das sind alles Experten, größtenteils aus Deutschland. Wir arbeiten aber mit den Nationalen natürlich zusammen. Hier sehen Sie die Anwendungsformen überall, wo Wasser drin ist. Ist ja quasi eine Auswirkung unserer Technologie möglich. Also das ist Frischwasser, Dürren reduzieren, Unterstützung der Landwirtschaft, aber auch der Industrie, weil oft wird ja die Industrie beschnitten, nicht so wie hier, aber zum Beispiel in den US-Staaten oder anderen Ländern, und bekommen nicht die Wassermenge zugeteilt, die sie eigentlich bräuchten, um voll zu produzieren. Deswegen tun ja einige Industrien, wie auch Minen, Stahl, Alu und so weiter, Standorte suchen, wo es viel Wasser hat, aber wird immer weniger Möglichkeiten geben. Verhindern von Waldbränden passiert, indem die Feuchtigkeit im Frühjahr erhöht wird, wenn einmal Kalifornien brennt. Wir waren jetzt zweimal drüben letztes Jahr, vorletztes Jahr, dann kann man nichts mehr machen. Man kann die Luftverschmutzung auswaschen. Das ist etwas, was die asiatischen Städte sehr interessiert und vor allem wieder aufforsten. Wir sind wahrscheinlich die einzige Umweltfirma, die einen Kontakt auch zur brasilianischen Regierung hat, weil die sich interessieren, wie wir trockene Regionen wieder wieder bewässern zum Bewalden können. Die Schneefälle verstärken, ja. Sehr wichtig wird eine Lösung sein, die bei uns wahrscheinlich wenig Sinn mehr hat. Das ist Gletscher beschneien, um das Abschmelzen dann im Frühjahr und Sommer zu verringern. Sehr wichtig aber für Regionen, wo Millionen oder Milliarden von Menschen davon abhängen, diese Süßwasserquelle zu haben, sprich Himalaya, Lateinamerika. Die Schneedecke bei uns ist auch wichtig, damit die Almen nicht austrocknen. Dieses Jahr ist auch wieder so ein gefährdetes Jahr. Ob es dann für den Wintertourismus mal reicht, muss man sehen. Und wenn wir Wolken generieren, die nicht genügend Feuchtigkeit haben, um Regen zu generieren, aber eine Wolkenabdeckung geben über hunderte von Quadratkilometern, dann verringert sich die Temperatur darunter bei circa minus 5 Grad. Und es hilft vor allem in den arabischen Ländern sehr viel, Stromverbrauch zu reduzieren und die Lebensqualität zu erhöhen. Wenn wir mal auf unser Team sehen, das ist sehr international. Rechts oben ist der Professor Wilderer von unserem Aufsichtsrat, bekannt als einer der herausragenden Professoren der TU. Er hat den Stockholm-Wasserpreis, den sogenannten Wassernobelpreis bekommen. Ebenso der Professor Imberger. Und rechts unten ist Professor Mangstel, auch TU, und unser ehemaliger deutscher FAO-Direktor. Links und in der Mitte ist unser Team, das von hier aus appariert, aber auch im Nahen Osten und in den USA. Zu erwähnen möchte ich kurz Frau Elena Davidova, die eine Mitbegründerin ist, und in der Mitte oben Frau Indira Dahabi, die unsere Akademie auch leitet und die Verhandlungsführerin in Paris war für Jordanien und die Arabische Liga. Wettbewerb haben wir insgesamt nur, wenn man die Frage stellt, was kann zusätzliches Frischwasser zu dem bestehenden Wasserhaushalt liefern, dann ist es das Cloud Seeding und Entsalzungsanlagen. Und da lässt sich einfach sagen, Cloud Seeding hat einen flächenmäßigen, volumenmäßig sehr geringen Einfluss und ist sehr teuer und hat einen sehr großen CO2-Ausstoß. Und Desalination bedarf einer sehr hohen Investition zwischen 500 und 800 Millionen pro Anlage für eine mittlere Stadt und bedarf dann pro Jahr sicherlich auch 50 bis 100 Millionen, je nachdem, an Energie. Ist sehr energieaufwendig, CO2-aufwendig
und lohnt sich so und so nur am Meer, weil sonst kann man ja kein Salzwasser irgendwo finden und lokal nahe verwenden. Unsere Technologie, und das hat auch mit Bayern als Technologiestandort zu tun, wir sind Big Data, künstliche Intelligenz und sehr starke Komplettdigitalisierung. Wir planen, an einem diese zwei Geräte auf der linken Seite bald möglichst einzusetzen, um unser System zu optimieren. Das ist ein fahrbares Gerät, das dann in den Stunden, wo wir schon wissen, wo Niederschläge verstärkt werden können, dorthin fährt. Das eignet sich dann sehr gut für Gebiete in Südeuropa oder in anderen Ländern, wo man nicht die ganze Region mit fixen Systemen wie rechts unten im Bild bauen kann. Und dann ganz speziell die Drohne, die in dem nächsten Forschungsschritt auch dazu helfen soll, Severwetter, also Starkwetter, große Unwetter, vielleicht im Vorwege schon zu verringern. Das heißt, sie wird, wenn sich sowas bildet, dann in diese Region fliegen, um ein frühes Abregnen zu ermöglichen und dann eben nicht ein Unwetter zu haben von 40 Quadratkilometern, sondern einen leichteren, aber immer noch starken Regen vielleicht auf 200 Quadratkilometern und nicht in 40 Minuten, sondern dann in 2-3 Stunden. Wir arbeiten da mit Wissenschaftlern auch von der ETH und im Ausland. Das könnte was sehr Interessantes werden, weil es ja sehr, sehr große Schäden bringt, noch größere als die Dürre. Wir sind bei Weitem der günstigste Preis. Hier hat man verschiedenes Wasser, Grundwasser bis hin Desalination. Der Kubikmeter Regen kostet ungefähr 1 Cent und je nachdem, wie viel verdampft, kommt es dann bei 10 bis 15 Cent. Bayern, wir sind mal vorletztes Jahr vor Corona gebeten worden, einen Vorschlag zu machen, wo wir in Bayern die Trockenheit verringern könnten. Wichtigste Regionen sind das Weinfranken, dann aber Hallertau bis Gäuboden und das nicht bloß Herrn Kastner zuliebe, sondern weil dort doch sehr große landwirtschaftliche Bereiche sind, die mit Trockenheiten jedes Jahr kämpfen müssen und der Bayerische Wald auch als Wirtschaftsfaktor, aber vor allem auch mit den ganzen Landwirtschaften im Zwischenbereich. Dann ging es weiter, auch in Absprache und mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Forsten. Welche Wälder könnte man retten? Wir haben drei Projekte. Die zwei wichtigsten sind der Harz und die Magdeburger Börde und der Frankenwald. Wir sprechen da mit Ihren Kollegen von den Landräten. Das ist in einer guten Bewegung, aber durch Corona natürlich auch erschwert. Es gibt sehr große Finanzierungshilfen im Bereich der Bundesebene und auch EU-Ebene und auch in Bayern, um solche Projekte mal zu realisieren. Was aber das Entscheidende ist, ist, dass man eben einen Musterfall schafft, um zu zeigen, dass man den deutschen Wald wirklich auch retten und stabilisieren kann. Hier mal ein Bild für die, die einen Eindruck gewinnen wollen, was für Volumina eigentlich da entstehen. Die Niederschlagsmengen zum Beispiel in Würzburg ist, oder nehmen wir mal, weil Sie da sitzen, Ingolstadt 740. Wenn wir jetzt mehr schaffen, dann sind es 148 Millimeter mehr, wenn es 20% sind, 25%, das ist so das Unterste, was wir garantieren, 185, dann hat man eine Fläche von 5000 und dann regnet es und dann, was bleibt übrig? 333 Millionen Kubikmeter oder 416 Millionen Kubikmeter, das ist so die Untergrenze und da muss man sagen, das ist schon ein sehr schöner kleiner See und das ist dann praktisch auch der Wert, der geschaffen wird, wenn die UN sagt, ein Kubikmeter nutzbares Wasser hat den Wert eines Euros oder eines Dollars, je nachdem, dann spricht man hier eben, wenn man die drei Projekte realisieren würde, von 900 bis 1,1 Milliarden Euro. Und so ein Projekt in diesen Bereichen würde sich in der Größenordnung von ungefähr 12 bis 15, je nachdem, Euro pro Hektar bewegen. Das heißt also dann in den Größenordnungen zwischen
so 10 bis 12 Millionen pro Projekt. Aber wie man sieht, ist der Wert groß genug. Zum Schluss, wir sitzen zwar in Bayern, eine Insel der Seligen, kann ich sagen, nachdem ich ja sonst in sehr vielen Ländern unterwegs bin, mit enormen Trockenheiten und riesigen sozialen, wirtschaftlichen Problemen dadurch. Aber um uns herum ist es wirklich auch sehr kritisch. Wenn man die Sicherheit Europas ansehen möchte, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, den Mittelmeerraum zu stabilisieren, dort die Land- und Forstwirtschaft, aber vor allem Landwirtschaft und damit die Möglichkeit der Selbstversorgung zu verbessern, auch die Möglichkeiten der Migration. Uns wird manchmal gesagt, wir sind jetzt in der letzten Zeit, wir sind sozusagen ein Impfstoff gegen den Klimawandel. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, und hier ist der Wirtschaftsbeirat, wir werden auch als eine mögliche Lokomotive gesehen für die bayerische deutsche Wirtschaft, wenn wir ins Ausland gehen und mehr Wasser generieren in so großen Volumina. Dann ziehen wir hinter uns quasi mehrere Waggons her. Der erste ist sicherlich Wasserwirtschaft, also alles, was mit Wasser zu tun hat. Wasserbau, Wassermanagement. Das nächste ist natürlich die Agrarwirtschaft, wo enorm viel Hilfe im Ausland benötigt wird, um das zu optimieren. Die Forstwirtschaft, ein Riesengeschäft für viele, zum Beispiel in Anpflanzungen in Mittelamerika, in Afrika. Hydroenergie, das heißt alles, was möglich ist mit Dämmen und die Schaffung von umweltfreundlichen Elektrizität, Gesundheitswesen, Ernährung und Ausbildung. Und wenn man diese ganze Lokomotive sieht und das eben durch zusätzliches Wasser sehr günstig schaffen kann, wäre es extrem positiv, da dementsprechende Unterstützung auf allen Ebenen zu bekommen, um Projekte zu machen. Die Probleme im Ausland sind ja nicht, dass die es nicht haben wollen, sondern die Staaten, und wir arbeiten ja nur für Regierungen, haben das nicht in dieser Form budgetiert. Die Prozesse dauern sehr lang für innovative Bereiche. Wenn es dann ein Zusammenspiel geben könnte mit Auslandsförderungen, sei es nun durch das Umweltministerium, sei es vor allem aber durchs BMZ, durch die GEZ und durch die EU, würde man da hier sehr viele, sehr positive Projekte starten können. Und das führt mich zum Letzten. Das ist das, wo ich wirklich sagen muss, hier könnten wir einen ganz historischen Beitrag leisten. Ich war Mitglied der Delegation mit unserem, in diesem Bild auch übergroßen Ministerpräsidenten in Addis Abeba. Wir hatten dort Gespräche. Die Vorträge haben eines ganz klar gemacht. Spätestens 2040 wird 1 Milliarde Menschen in Afrika nicht mehr selbst versorgt werden können und sich auf den Weg machen, also nicht in dem Jahr, sondern in diesem Zeitraum. Und es gibt wirklich nur eine Lösung, das ist die Wassernot. Lassen wir mal alles Militärische weg. Und da würden wir wahrscheinlich die effizienteste Lösung sein. Wasser ist es Gold und Öl des 21. Jahrhunderts. Das gilt sicherlich auch für uns in Bayern. Auch wenn wir uns freuen, hier in Oberbayern, dass wir noch genügend Frischwasser überall haben. Im Endeffekt müssen wir uns auch Gedanken machen und die Pläne des Umweltministers, hier Pipelines zu bauen zwischen den Flüssen und Kanälen in Bayern, da könnten wir auch sehr viel effizienter und extrem viel günstiger helfen. Und deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich gebe zurück zu Herrn Kastner. Ja, herzlichen Dank für diesen beeindruckenden Vortrag. Jetzt gibt es aber zunächst einmal Fragen aus dem Publikum, aus der Zuschauerschaft. Was können wir noch aufklären, helfen? Kurze Frage noch. Ja. Wenn in einem Bereich mehr abgeregnet wird, fehlt das Wasser dann nicht in anderen Bereichen oder? Also die Frage, die wird uns seit 15 Jahren gestellt. Die Antwort ist nein, weil die über uns befindet sich in der Atmosphäre jedes Jahr ca. 150 Millionen Kubikmeter Wasser. Wenn Sie an einer Stelle einen Regen machen, schließt sich aufgrund der der Dichte der Atmosphäre das sofort wieder. Wenn Sie also zum Beispiel in Portugal Regenfälle machen,
dann haben Sie keinen weißen Streifen, wasserfreien Streifen über Spanien, Italien bis nach Afghanistan, sondern das schließt sich sofort danach. Herr Professor Wilderer nimmt immer das Bild, Sie knien neben einem Olympia-großen Pool und schöpfen mit einer Kaffeetasse Wasser raus. Das ist praktisch unsere Funktion. Das reicht für den regionalen Effekt und damit kann man praktisch Regionen retten. Weitere Frage oder weitere Bemerkungen? Herr Dr. Flurer, mein Name ist Werner Zuse. Ich habe eine Frage an Sie. Sagt Ihnen der Name Professor Pulinets aus Russland etwas? Weil er hat vor vielen Jahren bereits vor dem Schiller-Institut einen Vortrag über genau Ihre Methode gehalten, über die Ionisierung in der Atmosphäre, um den Niederschlag zu erhöhen. Und er hat das auch in Mexiko schon getestet. Also ja, er hat es getestet, aber wir kennen seine Arbeiten ohne großen Erfolg. Es ist richtig, die Technologie wurde schon von Herrn Tesla, Nikola Tesla, mal gespürt, sage ich mal, weil er ist ja der Erfinder der Überlandleitungen. Und abwindig von den Überlandleitungen hat er ein verändertes Regenverhalten festgestellt. Die Amerikaner haben das sehr gut erforscht bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann hat sich aber die Technologie mit den Chemikalien durchgesetzt, weil sie so viel überschüssige Flugzeuge und arbeitslose Piloten hatten. Und das haben sie dann in die Welt hinausgetragen. Die Russen haben danach diese Technologie weiter erforscht, aber hatten zwei Sachen nicht, die wir hatten. Das eine ist die komplette digitale Feinsteuerung, die ich praktisch dort mit eingeführt habe. Und das zweite ist sehr viel wissenschaftliche Kenntnisse, die in den 70er Jahren noch nicht existierten, weil auch die Atmosphärenforschung nicht so intensiv war, weil es auch keine raumfahrtintensive Forschung gab und damit die Einwirkung der Ionisation und was man wirklich damit machen kann. Es gibt ein paar, die das weiterhin probieren, aber in dieser Form haben wir praktisch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, großartig. Vielleicht sollten wir noch erklären, diese Antennen, da wird eben der Strom in die Atmosphäre geschickt, weil wir auf dem Anhänger sahen oder mal im Bild sahen, das ist so die Transmissionsstation dieser Energie oder dieser, man kann auch Ionen sagen, aber im Endeffekt sind es ja Elektronen, die da in die Atmosphäre geschickt werden. Wie gesagt, ich habe gesagt, das ist extrem umweltfreundlich. Wir haben auch alle Zertifikate, man stört keine Frequenz, man stört überhaupt nichts. Man macht wirklich genau das nach, was in der Natur in dem Zeitraum passiert, bevor eine Wolke zu einer Regenwolke wird. Genau. Also ich sage mal, jetzt sage ich nochmal, weil ich ja hier auch dank Corona zurzeit in Bayern festsitze. Wenn es eine Möglichkeit gäbe und ich habe mir zum Beispiel den Nürnberger Reichswald zeigen lassen. Ich war im Frankenwald, Bayerischen Wald, alles so im Juni, Juli, habe da mehrere Touren gemacht. Ich war wirklich so geschockt. Dann habe ich mich mit Leuten unterhalten, wie zum Beispiel den von Marwitz oder den bayerischen Ludwig von Lerchenfeld, den von den Waldbesitzerverbänden. Es weiß doch keiner, dass im Wald viel mehr Leute beschäftigt sind als in der deutschen Automobilindustrie, dass deren Grundlage zerstört wird. Es gibt in Deutschland 2 Millionen Waldbesitzer. Es gibt in Bayern eine sehr große Zahl von Leuten, die vom Wald leben. Also nicht Waldbauern in dem Sinn, sondern alles Leute, die mit dem Forst zu tun haben. Die sind halt so am Ort auch gebunden, dass sie ihre Leute nicht richtig entlassen können. Aber jeder hat riesige wirtschaftliche Probleme. Einen Baum zu fällen lohnt sich nicht mehr, weil die im Sägewerk nicht mehr dafür bekommen. Also müssen sie ihn stehen bleiben, wenn sie nicht gutes Geld, schlechten Geld nachwerfen wollen. Und da werden die jetzt abgefertigt mit 200, 300, 400, 500 € Entschädigung durchs Bundeswirtschaftsministerium. Und als Familienunternehmer muss ich sagen, das würde überhaupt nicht passieren, wenn die so organisiert sein würden und so eine Lobby haben würden wie die Automobilindustrie. Da gilt es, dass wir hier, auch Sie, Herr Landrat, mit den Möglichkeiten, die es gibt, tätig werden,
auch in anderen Sinne, weil die Stabilisierung von der, also praktisch der gesamten Holzwirtschaft, ist für Bayern total wichtig. Wenn man sich die Zahlen anschaut, es ist eine so, so wichtige Säule. Und wenn man das eben auch rausträgt und darüber mit den anderen spricht, ja, jeder hat seine Möglichkeiten, Lobbyismus zu machen, aber diese Leute merke ich überhaupt nicht. Wenn die einen davon sprechen, die größte Waldbesitzerfamilie in Deutschland ist Thurn und Taxis mit 20.000 Hektar, was übrigens nichts ist mit den Waldbesitzern in den USA oder woanders. Ja. Und dann gibt es eine unendliche Menge, die davon leben. Für die Bauern war der Wald und ist der Wald so eine Sparkasse. Immer wenn sie Geld brauchten, dann haben sie halt mehr gefällt. Die fällt weg. Und auf der anderen Seite sind die Erträge auch unter einem großen Risiko durch den Klimawandel. Wir laufen da auf eine Situation zu, die überhaupt nicht lustig ist. Und da muss ich sagen, ob das die Weinbauern, die Hopfenbauern, die normalen Zuckerrüben, die alle haben ihre Probleme. Ich war ja nicht mehr so viel in Deutschland. Ich lebe übrigens in der Schweiz, weil da die ganze Familie lebt, ja, und nicht aus steuerlichen Gründen. Habe auch dort studiert, ja. Das Entscheidende ist ja, dass wir hier einmal ein paar Lösungen in Deutschland zeigen. Die einzigen, die uns kopieren und auch unsere Patente in ihren Schriften benennen, ist die chinesische Regierung. Die hat 400 Millionen investiert, um diese Technologie einfach geklaut. Ich habe mit BDI, BDA und anderen auch darüber gesprochen. Es lohnt sich gar nicht, da irgendwie dagegen vorzugehen. Ja. Man muss bloß schneller sein. Und die Hauptfrage von vielen Leuten natürlich im Ausland ist, ja, und was machen die mit eurer deutschen Technik in Deutschland? Ihr habt ja auch diese Probleme inzwischen. Und da ist es eben schwierig. Deutschland muss sich in dem Punkt wieder mehr um Innovation kümmern. Auch um die, unsere ureigenen Interessen. Und es geht ja hier nicht um die 50. Plastikflaschenherstellungsfirma, sondern es geht um die zwei ursächlichsten Sachen in Bayern. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und damit die Beschäftigung und das Leben in der Fläche. Ja, vielen Dank. Das war ein wunderbares Schlusswort. Von der Seite hoffe ich natürlich, dass wir endlich in der bayerischen Politik ankommen, dass dieses Verfahren eingesetzt wird im Bayerischen Wald, in vielleicht auch der Hallertau oder vor allem auch im Weingebiet, im fränkischen Gebiet. Wir versuchen hier mit der Politik so gut wie möglich zu reden. Auch das ist ein Vorzug des Wirtschaftsbeirats. Und es wird gerade der Ministerpräsident mit einem kleinen Album über diese Vorzüge aufgeklärt, sodass ich hoffe, dass wir doch bald einen Startschuss bekommen, damit wir hier in Bayern das zeigen können. Und die TU München steht Gewehr bei Fuß, Professor Disse, um diese Technologie auch wissenschaftlich zu verifizieren, damit wir dann die Basis haben, in ganz Europa dieses System von WeatherTech anzuwenden, damit auch ins Ausland zu gehen, die Wüsten zu begrünen und eben Lebensräume zu schaffen. Das war jetzt heute unsere Sitzung. Im April gibt es die nächste. Den Termin teilen wir Ihnen per Internet wieder rechtzeitig mit. Und ich bedanke mich recht herzlich für alle Fragen, für alle Mitwirkenden an unserem Professor Rosenfeld, unseren Dr. Flurer, unsere Präsidentin für diesen Beitrag. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit und von der Seite noch einen schönen Abend wünsche ich Ihnen alle. Danke.